Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir uns in einen komischen Albtraum wiedergefunden, Highskiff. Und ja, wir wurden von irgend so einem Typen hier gefunden, der uns ja gefunden hat. Und ja, Fun Fact, ich kann diese Level, also die ersten 20 Minuten dieses Levels nochmal aufnehmen, weil mein Aufnahmeprogramm meinte, diesmal nehmen wir den gesamten Ton nicht auf, und das ist richtig geil. Also erst stürzt das Ding hier einfach so ab, während ich irgend so ein Part hier aufnehme, und dann nimmt der Ton überhaupt nicht auf, ey. Okay. Keine Ahnung, irgendwie will ich nicht so viel Glück haben mit diesem Spiel. So, sprechen wir nochmal mit dir. Against the Phantom. It has dragged many men to their death down at the processing plant. Check it out. See? Totally not a man. I had noticed. Ja, das war aber auch schon im letzten Part, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Dann zeige ich noch mal so im Schnelldurchlauf, was ich alles gefunden habe. Hoffentlich diesmal ein bisschen schneller, weil ja, in der letzten Folge, die hätte ich sehr schön Kunstsprünge nennen können. Ich weiß jetzt nicht, wie halt in dieser Folge sein wird. Wir haben natürlich jetzt wieder eine Menge Geld, weil ich die ganze Level nochmal durchstreifen muss, und ja, kommt mir ganz gelegen. So, hier war glaube ich noch nichts. Deswegen kann ich hier einfach wie blöd durch. Oh, und hier kam schon das erste, glaube ich. Und zwar hier. Bin ich hier rüber gesprungen und hier rüber gesprungen und hier rüber gesprungen und hier war eine Truhe mit ein bisschen Geld. So, dann bin ich hier runter gesprungen. Und ja, da auf dem Ding eine Truhe. Sehr gut, ne? Und ja, wenn man da richtig gesprungen wäre, dann wäre man auch zur Truhe gekommen. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich mache das jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal, weil das kann ganz schön nervig sein, obwohl ich versuche es noch einmal. Irgendwo war so ein Reittier noch. Habe ich ja jetzt verpasst, oder? Ich meine, ich hatte das doch schon hier. Muss ich doch haben, ey. Wo ist das? Irgendwo war so ein Reittier doch, oder? Da muss ich da zurück, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bin doch doof, wenn ich ein Level nochmal machen muss. Warum? Hey, das Ding ist sogar wieder da. Ja, okay, ja, wenn man da jedenfalls hingegangen wäre, dann. Hey. Da hätte man noch eine Truhe bekommen. Ich möchte das jetzt nicht noch mal zeigen, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen so blöd. So. Ja. Geh weg. So, dann bin ich hier durchgegangen. Wenn man da durchgeht, dann kommt man da in den Hintergrund, wo die blauen Dinger waren. Ich glaube, hier unten war doch, hier war noch irgendwas. Hoch. Da oben ist ein Goldfisch, den möchte ich doch gerne haben. Bis zum nächsten Part werde ich dann auch nichts kaufen. Verdammt. Wenn ihr nicht euch wieder wundert, wo habe ich denn die ganzen Sachen schon wieder her? Warum? Warum bist du nicht gesprungen? So, gib mir das. Genau. So, den Goldfisch holen wir uns noch. Alle gibt's 10.000, das ist viel Geld. Und jetzt reiten wir los. Oh, da hätte ich hochgehen können. Habe ich gerade gesehen. Einfach da durch. Verdammt. So, dann wartet hier da oben der Typ noch auf uns. Okay. What are you doing? Me? Oh, I'm doing some research into a new breed of skiffs. Really? Like my little buddy here? Somewhat. Except this breed can fly. They can all fly. You know those little flight glands on their backs? Flight plus glands equals flying.
These don't have flight glands. They have wings. You mean they're birds? That's what the others think. I intend to prove them wrong. I just need to find enough of them for a good sample size. And how's that working out? Found many? I found a total of... well, none. Say, you don't think you could help me? Just keep an eye out for them. I guess I could. It seems to be the right day to help people. How many more do you need? Oh, 20 should do nicely. Yes, nicely. Ja, und ich glaube, damit meint er diese Papageien, die wir die ganze Zeit finden, die sich Aus-Gifts nennen. Ja. Die ein bisschen aussehen wie Vögel. Ich glaube, wenn wir 20 haben, dann können wir zu dem Typen zurückgehen und bei sich abholen. So, dann springen wir hier hin. Und da hin. Und hier war eine Truhe, glaube ich. Gucken wir mal. Ich bin gar nicht hier links hingesprungen. War zu weit. Gut. Aber ist auch egal. Ich glaube, da war auch noch nichts. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, ich glaube, da war noch nichts. Warum gehe ich dann hier hoch? Weiß ich nicht. Just seems like the right thing to do. Gehen wir nochmal. Ups. Hand auf, bitte. Da war da unten was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, schon knappe 20 Minuten her. Ja, okay, die Dinger halt war. Kriegen können, egal. Ich habe genug Geld. Da ich ja irgendwie die Hälfte der Level wahrscheinlich schon zum zweiten Mal mache. Ich hoffe, wenn ich dieses Mal die Aufnahme beende. Ja, genau. Das Ding lassen wir da runterfallen. Wenn ihr dem Weg gefolgt hätte, dann wäre ja noch irgendwo eine Truhe gewesen. Zwar hier ungefähr hier. Aber hat man ja nicht gesehen. Und ich. Okay, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Easy boy. So, jetzt kommt, glaube ich, ein endlosen Strudel hier. Diese roten Typen. Hier ist nichts, oder? Ja. Zack. Und jump. Jump. Und zack. So, hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Deswegen können wir mal hier hoch. Dann zeige ich euch, wo noch eine Truhe gewesen ist. Und zwar hier. Da oben geht es nicht weiter. Also gehen wir unten weiter. Mal kurz durch, danke. So. Da sind noch so drei Flitzpiepen. Da oben war nichts mehr, also halt. Stranger, you don't want to go that way. Well, yeah, I do. Why shouldn't I? The processing plant is infested with a swarm of gas dragons. They're not that dangerous on their own, but in these numbers, it's best to keep clear. But they're not really dragons, are they? They don't like breathe fire, do they? No. Then I'll be fine. Ja. Hab nicht gesehen, was wir da weggelaufen sind in den letzten paar Folgen. So, does this bug infestation thing happen a lot? Lately, it seems so. Sounds suspicious to me, but let's be clear on the fire breathing bit. No, there is no fire breathing. Awesome. Sehr gut. Dann. Ah, ja, jetzt wird's lustig. Mal die Dinger ja kaputt, weil denen kommen die ganzen Viecher raus und darauf habe ich keine Lust. So, ich glaube, da oben ist auch so ein Dingen, ja. Mehr ist da auch, glaube ich, nicht. Ja, da waren diese Elektro-Dinger. So. Achso, das ist Skiff. Entschuldigung, Skiff. So, weiter. Wie? Langsam kommen wir auch den Ort nahe, wo ich stinken bin. Nachdem meine Aufnahme sich herausstellte als ja nicht gut aufgenommen. Hier war auch eine Truhe und wir gehen wieder zurück. Wollte ich nur zeigen, wo eine Truhe ist. So, jetzt wird's lustig hier. Und zwar, wir gehen jetzt nicht nach unten,
Wir gehen jetzt das Ding aktivieren. Und die ganzen Sachen hier einsammeln. Also kriegen wir voll Geld. Am besten die roten hier, weil die geben 1000. Verdammt. Verdammt, geht weg. Schlitz, Schlitz. So. Totenzerstörung. Jetzt aktivieren wir das Ding hier. So. Ich glaube, den Checkpoint möchte ich mal aktivieren. Und das Ding aktivieren wir, weil das tut da hier so ein Ding aktivieren. Da können wir halt voll geil. Ja, Truhen einsammeln, die noch da gewesen werden. Aber jetzt nicht mehr, weil ich sehr aufgesammelt habe. Weil Aufnahme ist nicht auf meine Seite. Verdammt. Runter. Bitte. So, aktivier das mal. Und hier hoch. Ach, die 100 Dinger. Da bin ich schon letztes Mal irgendwie komisch runtergefallen, weiß nicht wieso. So. Yes. Ja. Das hier. Hier rüber. Hier rüber. Und da war auch eine Truhe. Verdammt! Mich noch mal da hoch, um es euch zu zeigen. Ja, ich könnte auch so. Warte mal hier. Ne, warte, jetzt habe ich umgedreht. Egal. Egal. So, jetzt können wir hier runter gehen. Lassen töten. Ich glaube, ja, hier runter noch gehen. Hier rüber springen und hier war der Truhe gewesen. Mit der Daten, glaube ich. So, mehr habe ich auch noch nicht gesehen. So, aber jetzt ist wieder vollkommen blind. Jetzt tue ich irgendwie noch mehr entdecken und die Aufnahme tut sich nochmal aufhängen. Also nicht aufhängen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Keine Ahnung, ich will einfach die aufgenommene Datei mal angucken, ne? Ob alles glatt lief und dann kein Ton. Warum nicht? Ist das für Weg. Was für ein dämlicher Fehler. Mein gar nichts aufgenommen. Kein Ingame-Ton, kein Mikrofon-Ton, gar nichts. War schon ein bisschen mysteriös. So, ab jetzt wieder vollkommen blind. Hier weiß ich nicht, was mich erwartet. Oh, Feuer, geil. Oh, was? Ich wollte gar nicht darauf. Ich wollte das ja haben. Danke. Wollte ja nicht normalerweise irgendwie mehr. Oh. Weiß nicht. Feuer, Wasser sein. Weil Katze. Ich meine, die haben bestimmt auch was gegen Feuer, aber trotzdem. Ach da, okay. Was haben wir doch auch irgendwie natürlich. Okay. Boah, stirb. Wir gehen mir jetzt schon auf den Nerven, ey. Oh. Irgendwie habe ich die Decke nicht erreicht, aber egal. Was haben wir hier? Oh, eine Truhe, geil. Haha. Geschieht. Sehr gut. Oh, ich höre irgendwo ein Skiff. Ich höre dieses R2D zum Geräusch.
Ja. Ja, gut. Also diese Vögel, die dieser Typ haben möchte, sind bestimmt die. Weil er will 20 haben und man kann 20 finden, also 1 und 1, ne? Dann zählt sich hier eigentlich zusammen. Hm. Boah, schwarz. What? Oh, okay. Mein Gott. Gar nicht gesehen. Spätestens, wenn ich nach der hinter der Truhe her gewesen wäre, ich das schon gesehen. Aber naja. Ja, okay. Jetzt hat das mal geklappt. Nein! Wie konnte ich das nicht treffen? Lass mich da hoch, danke. Stylisch. Das. Oh, was bist du denn? Gehen wir erstmal auf Abstand. Ich sehe da hinten wieder einen Goldfisch. Den möchte ich doch gerne haben. Okay, dann reden wir mit dir. Oh, cool! A Kazawa Industries Production Run Shiva Mech? Looks like a model A96. This will be a pushover, Skiffy. What? Ich dachte, wir müssen da einsteigen oder irgendwie sowas. Ich kann da echt drunter durchrutschen. Such mal. Oh, ich hab so eine Idee, was ich machen könnte. Geh weg. Aber ja, ja. Wo ist er? Jetzt eigentlich noch langsam, Sir. Oh, sehr gut. So ein Mini-Boss-Kampf, einfach so. Und da komme ich irgendwie per Dingens hin, sehe ich. Ja. Teleporter. Zum Beispiel den da. Oh, geil. Hohoho, 10.000 wieder. Menge Geld wieder. Unbezahlbare Vasen. Die müssen wir zerstören. So. Ach so, ja. Was? Nein. Geh weg. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich weiß nicht, ob ihr für viele seid, aber jetzt hat eh klar. Los, Box. Beschütze mich. Und du auch. Ability 4. Ich bin die Nachbrut. Gibt's aber überhaupt egal. Jetzt schon. Und ich hoffe, diesmal läuft alles glatt, weil sonst ist das hier das Projekt, wo am meisten schief gegangen ist, aufnahmemäßig. Geh weg. Ja. Oh. Ja. Oh Gott. Schwarz. Oh. Ah, okay. War das jetzt ein Geheimnis oder war es offiziell? Also Ding drauf, ey. Na gut, dann machen wir jetzt mal 19 Minuten Part raus und sage, ich bleib mal lieber hier drin, das ist bestimmt sicherer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.